Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Enslaved. Und ich habe überlebt. Ja, und das recht knapp. Ich bin zwar wieder voll, aber es liegt daran, dass ich mir so eine Ampulle reingeschmissen habe. Und ja, ich habe auch schon Upgrades vorgenommen. Eigentlich wollte ich es im Part machen, habe es dann doch vorher nochmal gemacht. Ich zeige euch mal kurz, was ich geupgradet habe. Und zwar habe ich im Kampf mal hier diese Ausweichattacke erlernt. Die wir dann gleich mal im Kampf mal ausprobieren werden. Und zwar müssen wir dazu ausweichen und dann im richtigen Moment den X-Knopf drücken. Dann machen wir eine super awesome, ultra starke Saiyajin-Attacke, habe ich gehört. Nein, ich weiß nicht. Wir werden es gleich sehen. Hoffe ich. Okay, ich habe den Weg auch schon frei gemacht und wir gehen direkt weiter über die Brücke. Und hoffe, dass wir endlich mal ankommen werden. Was im Moment noch nicht so aussieht. Mann, ist das vermüllt hier. Hier müsste auch mal wieder aufgeräumt werden. So wie in der gesamten Stadt, ja. Man fühlt sich nicht wohl. Die Absturzstelle. Wir sind fast da. Wir wollen ja unsere Mission nicht vergessen, unser tolles Motorrad zu holen. Das kann ja nur toll sein. Wir besorgen eine zweite Cloud. Es wird schwer werden, an ihn vorbeizukommen. Da könnte sie ausnahmsweise mal recht haben. Warte! Das Fahrzeug. Vielleicht kriegen wir es ja in Gang. Ach ja? Wie denn? Das geht nicht. Wir haben eine Energiezelle. Denk dran. Okay. Okay. Habe ich nicht gesagt, dass diese Energiezelle mal wichtig sein wird? Ich wusste es. Ja, ich habe sofort gesagt, Trip, nimm diese verdammte Energiezelle mit. Nein, habe ich nicht. Aber egal. Jetzt haben wir sie und wir werden dieses tolle Gefährt benutzen. Vielleicht sollte Trip davor aber mal diese Geschütztürme ablenken. Und ja, was ich sagen wollte. Wieso besorgen wir nicht einfach eine zweite Cloud für Trip so? Dann müssen wir uns diese. Dann können wir das Ganze uns ersparen hier. Weil Cloud ist wahrscheinlich ein Einzelstück. Ja. Übrigens immer wieder diese Parallelen zu Dragon Ball, das ist unglaublich. Ich weiß, dass es dass Dragon Ball eigentlich hiervon abstammt oder andersrum, ich weiß nicht genau, aber. Da sind Orbs. Die muss ich einsammeln. Tut mir leid. Das verlangt mein Sammeltrieb. Ich bin nun mal ein Affe. Und da sind diese Triebe ganz besonders ausgeprägt. Nein, ich möchte keine Energie verlieren. So, Trip, gleich, wenn es hier voll ist, kannst du dich nochmal ablenken. Und dann werden wir uns dieses tolle Gefährt, was aussieht wie ein holländischer Wohnwagen, zur Gemüte führen. Ich hoffe, sie kommt gleich rüber. Oder kann ich das auch alleine machen? Nein, sieht nicht so aus. Dann müssen wir es irgendwie anders machen. Dann muss ich wohl übel... Oder kommt sie rüber? Mal schauen, ob sie rüberkommt. Komm her. Nein, tut sie nicht. Mann, verdammt. Dann muss ich wohl doch nochmal ablenken. Und rüberrennen. Irgendwie. Da wird schon irgendeine Möglichkeit sein. Nein, wird nicht. Ich werde sterben, wenn ich das tue. Ja. Jetzt muss ich gerade überlegen. Abschießen kann ich den wohl nicht. Aber ich kann ihn ablenken, damit Trip rüberkommen kann. Schau mal hier. Das war, glaube ich, keine so gute Idee. Komm rüber, Trip. Ja, doch, sie kommt. Hey. Na, komm schon, Trip. Komm, das schaffst du. Okay, noch eine Station. Du bist heute Abend wohl nicht richtig geölt worden, mein Freund. Hey! Komm schon, Trip, komm schon, das schaffst du. Hey! Oh, mein Shit, mein Shit! Vor uns gibt's keine Deckung. So. Okay, mach die Luke auf. Okay. Wunderbar. Ich hoffe, dass es ordentlich Kanonenpower in dem Wagen. Oder wir werden einfach alles umfahren. Ach, Monkey! Bisschen mehr Zug, bitte. Das kannst du doch. Ja, geht doch. Die Lady zuerst. Natürlich, wir sind ein Gentleman. Oder so. Ich glaube, Monkey weiß gar nicht, was das heißt. Dann mach mal. Aber vorher sollte ich vielleicht einsteigen. Du kriegst das hin. Ich glaube an dich. Das Antriebssystem funktioniert noch. Okay, Monkey. Steig ein. Du bist so toll, Trip. Hallo? Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es, aber wir müssen wahrscheinlich einfach nur mitlaufen, damit wir Deckung haben. Was soll passiert hier?
Was zur Hölle? Lass mich doch nicht hier! Nein! Ich habe überhaupt vergessen. Scheiße. Scheiße, scheiße. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir müssen hinter ihn. Und nochmal hinter ihn, sonst bin ich gleich tot. Ja, das wird böse Ende, wenn ich dich aufpasse. Jetzt weiß ich auch, warum hier überall Gesundheitsampullen rum. Ja, ja, ich bin dabei. Was tut sie da, verdammte Scheiße? Warum lässt sie mich nicht einfach einsteigen? Toll, jetzt bin ich tot, Mann. Ach, da wollte ich Trip einmal loben. Einmal wollte ich sie loben für das, was sie getan hat. Und dann passiert so, ja, gib mir doch mal Zeit. Ja, ich muss darüber. Ich muss darüber. Ich kann nicht rüberspringen, verdammt, ich bin schon wieder tot. Mann, jetzt bin ich schon zweimal für Trip gestorben. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, ich muss woanders her. Ich glaube, ich muss nicht darüber. Wir müssen da. Dann müssen wir doch eigentlich. Ja, passt. Endlich bin ich drauf. Ich war. Oder nein, ich bin. Ich glaube, sie will mich umbringen. Ich glaube, sie will mich wirklich einfach umbringen. Also wenn ich das überlebt habe, dann, dich zu schützen ist ja schon schwer genug. Ach, sogar unbeschadet. Wenn du uns beide unbedingt umbringen willst. Monkey, beruhige dich. Sieh mal, wo wir sind. Die Absturzstelle. Hier ist das Sklavenschiff abgestürzt. Wir sind da. Wenn auch etwas holprig. Wir sind da. Die freut sich wie so ein kleines Kind. Ja, sie ist auch eigentlich eins. Geh wieder rein. Okay. Schon wieder so ein Gerät. Ab in die Wuthöhle. Ich muss ihn bekämpfen. So. Diesmal, mein Freund. Weiß ich ganz genau, wo deine Schwächen liegen. Nein, weiß ich nicht. Verdammt, ich renn weg. Ins Feuer. Ja, ja. Und hier kann man Cloud benutzen. Das finde ich gerade toll. Ich habe Zugriff auf deinen Bauplan. Ja, dann wäre es hilfreich, wenn du mir was dazu sagst. Ich surfe hier einfach ein bisschen seine Orbs ein. Ach, ich muss ihn lähmen. Das werde ich tun. Moment. Ich werde aber erstmal gerade nochmal hier ein bisschen Entdeckungstour machen. Oh ja, das sollte ich. Ich sollte wirklich einfach. Ich muss absteigen. Ich muss absteigen. Ich muss absteigen. Und. Zack. So. Ah, das funktioniert. Und draufhauen wie so ein Kloppter. Okay, er hat oben eine Lebensanzeige, die habe ich eben gerade noch nicht gesehen. Und jetzt sollte ich mich schleunigst zum Acker machen. What? Da ist noch Lebensenergie. Kann ich auch irgendwie nach hinten gucken? Nein, ich habe ja kein Auge im Kopf, aber es ist egal. Nein, es ist nicht! Boah, das war knapp. So, er ist gelähmt. Für eine kurze Zeit. Ich sollte nicht zu lange brauchen. Wenn er aufsteht, wieder weggehen. Sonst bin ich Hundefutter. Und ja, jetzt sollte ich weggehen und schnell wegfahren. Und da habe ich sogar noch den Booster erwischt. So, und zwar werde ich die Kamera drehen. Und, ah, erwischt. Da muss man immer ein bisschen schneller sein als er. Sonst kriegt man nämlich eine Pfote ins Gesicht. Die ist nicht wirklich angenehm. Aber übrigens ist das gerade weniger erfolgreich. Irgendwie dauert das ziemlich lange, oder kommt mir das nur so vor? Wir nehmen die Booster und fahren irgendwie hier rum. Und jetzt werde ich ihm wieder eine verpassen. Wo rennt er denn hin? Ich glaube, der hat gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Aber das kennt man ja von. Das ist passiert öfters mal. Und da ist Lebensenergie. Die werde ich einsammeln. Und weg. Und weg. Das war knapp. So, da kommt er wieder, aber ich werde dich erwischen. Ja, im Grunde genommen ist er nicht schwer, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert. Einfach mal wegfahren, ihm ins Gesicht schießen, draufhauen, freuen, repeat. Und das machen wir jetzt gleich nochmal. Das sollte sogar reichen, wenn ich so drauf schieße. Ja, ja. Ja, man muss die Viecher erstmal scannen. Moment, jetzt gibt's was auf den Popo hier. So. Verdient hier. Verdient's eigentlich nur. Er muss bestraft werden. Monkey hatte schon so viel. Was tut er?
Ich sollte nicht an ihm vorbeifahren. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. So, und... Oh, der war ins Auge. Der war genau ins Auge. Eigentlich müsste das noch viel mehr wehgetan haben. Wieso treffe ich nicht? Monkey, der ist so groß, den kannst du gar nicht verfehlen. So, okay. Nächste Runde sollte es aber gegessen sein, hoffe ich. So, na komm schon. Und... Peng! Das sollte es jetzt aber gewesen sein. Weil, da oben seht ihr es, seine Lebensanzeige ist fast... Naja, ich glaube, wir brauchen noch einen Durchgang. Ja, brauchen wir. Aber kein Problem, wir haben so viel Munition... Hier liegt auch so viel Munition rum. Und... Oh, er lässt sich Zeit... Boah, das war knapp. Und das müsste es aber gewesen sein jetzt. Zack, zack. Ja, ja, mach ich. Ach so. Ich muss ihn mit Cloud holen. Kein Problem. Komm her, komm her, komm her. Jetzt rennt er weg. Feige Sau, sage ich dazu nur. Bäm. Oh, das war fies. Das war fies. Komm, erledigen schon, Monkey. Nein. Also das Ganze nochmal, oder was? Wo ist er denn nun schon wieder hin? Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Ist er hinter mir? Ah ja. Dann muss ich ihn wahrscheinlich einfach nochmal... Nichts dann! Muss ich ihn doch nochmal mit Cloud irgendwie? Nein, ich muss ihn, glaube ich, doch nochmal irgendwie stunnen. Ja. Okay, ich hoffe, er hat nicht noch einen Ball. Doch, hat er. Das ist jetzt nicht euer Ernst, verdammt. Na gut. Aber ich glaube, der hält nicht so viel aus wie vorher. Nee. Der geht schneller. Aber dennoch hat sich nichts geändert. Ich muss ihm einfach wieder zwischen die Augen schießen. Nämlich, das ist nicht so! So nämlich. Das war... Nee, das war in sein Schultergelenk. Aber auch... Wie wir wissen, sind Hunde an ihren Schultergelenken sehr empfindlich. Oder so. Hat jedenfalls funktioniert. Nachdem ich ihm vorher ins Auge geschossen hat, hat es nicht funktioniert. So, wir fahren einfach wieder unsere Runden. Mann, der ist eigentlich ziemlich harmlos. Wirklich. Einmal weiß, wie er funktioniert. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Aber er hält wirklich verdammt aus. Zwei von der Seite möchte ich noch nicht begegnen. So, und das Ganze nochmal. Och ja, so ein bisschen im Kreis fahren. Wo hast du deinen Führerschein gemacht, Monkey? Falls man überhaupt einen braucht für das Ding. So, und ins Feuer rein, genau. Schieß ihn, schieß ein! Gut, aber es ist teilweise irgendwie ein bisschen komisch, weil ich schieße ihn eigentlich immer voll ins Gesicht und manchmal trifft es einfach nicht. Ich glaube, das ist aber auch nur meine persönliche Meinung. So, und nochmal weggefahren. Also mir wird das verdammt auf den Sack gehen, wenn ich dieser Hund wäre. So, und zack. Das war seine Hand. Ja. Das ist die gezielte Kunst des Hundemechs auseinandernehmens. Ja, das werde ich tun, weil ich jetzt endlich mal weiterkommen möchte. Was passiert eigentlich, wenn wir es nicht schaffen in der Zeit? Dann wird er wahrscheinlich einfach nochmal seinen vollen Lebensbalken bekommen. Kennt man ja. Klatsch. Warum nicht von Anfang an so? Der ist doch schon vorher auf uns losgestürmt, wie so ein Berserker. Tod. Ich weiß. Bist du der Erste, danke. Der einen getötet hat? Kann schon sein. Oh, du hast es geschafft. Oh. Ja. Naja, ihr. Tja, wir sind nun mal verdammt awesome. Verdammt awesome. Noch einen coolen Spruch bringen. Passt. Tja. Und wie es das Schicksal so will, ist unser Motorrad komplett unbeschädigt. Sie ist sichtlich begeistert von dem Ding. Ich auch. Und von Monkey ist sie auch begeistert. Das habe ich gerade so gemerkt. Ja, das sieht ein bisschen wie ein Vorort aus, wo wir jetzt inzwischen sind. Und es dämmert und es wird gleich dunkel. Wir fahren auf unserem treuen Ross durch die Landschaft.
Ist das nicht schön? Wie aus einer Romanze. Und mitten auf der Straße eine Vision. Das ist nicht gut. Sekundenschlaf. Setzt gleich ein. Habe ich das Gefühl. Oh, das passiert rein gar nichts. Das ist er schon wieder. Das ist schon wieder dieser Kerl. Pyramid? Das ist doch diese merkwürdige Organisation. Soll das etwa heißen, wir müssen an denen vorbei? Wo zur Hölle sind wir? Das sieht aus wie ein kleiner Ort. Aber... wir haben einen Erfolg freigeschaltet. Flucht aus New York. Ja, wir sind aus New York raus. Wir sind jetzt in den ländlicheren Gebieten, so wie es scheint. Und die werden wir dann... Moment. Kommt jetzt noch eine Zwischensequenz. Ich möchte nichts... nicht nochmal, dass irgendwas abhanden kommt. Das warte ich jetzt noch ab. Kapitel 6. Dorfbesuch. Ja, wir sind in irgendeinem Dorf angekommen. Ob das schon Tripps Dorf ist... Bei dem Tempo sind wir gegen Mittag in meinem... Nein, ist es nicht. Was machst du, wenn wir dort ankommen? Dich töten. Oder dich zwingen, das Ding abzunehmen. Naja, außer mich umzubringen, meine ich. Ach so, außer, ja, dann weiß ich nicht. Geh wohl zurück. Wohin zurück? Egal wohin. Dort, wo es Essen und Treibstoff gibt. Ich bin meistens unterwegs. Weißt du, vielleicht kannst du bleiben. Wenn du willst. Ich meine nur, wenn mein Vater hört, was du für mich getan hast, bietet er dir bestimmt ein Zuhause an. Wenn du das möchtest. Ja, Monkey ist, glaube ich, auch schon stark am Überlegen, ob er das möchte. Meine Herren, wird der Part lang. Der Part wird lang. Ich muss Pause machen, verdammt. Der ist schon viel zu lang. Aber ich möchte euch natürlich alles zeigen. Home, sweet home. Fremden gegenüber ist mein Vater etwas eigen, also... Also lass besser mich reden, wenn wir da sind, okay? Okay. Oh, seltsam. Was? Warum sind die Geschütze am Tor aktiviert? Wie kommen wir jetzt rein? Gehen wir weiter zum Wachposten. Wir brauchen ein Funkgerät, dann lassen sie uns rein. So, großartig. Ich habe endlich wieder die Kontrolle. Ja, Leute, nicht wundern, dass ich nicht so viel gesagt habe. Ich wollte einfach mal die ganze Zwischensequenz auf uns wirken lassen, weil sie ja doch sehr emotional war. Und ja, der Part ist viel zu lang, verdammt. Das sind schon fast 20 Minuten. Naja, was soll's. Ich mache ja erstmal Pause und dann werden wir uns im nächsten Part mal hier das Dorf von Tripp anschauen, falls wir nicht von den Geschütztürmen vorher erschossen werden. Was mit Sicherheit passieren wird, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann.